Im Iran sind 61 Millionen Bürger zur Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl aufgerufen. Am Morgen gab das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, in Teheran seine Stimme ab. Zur Wahl stehen 4 Kandidaten, unter ihnen ein Reformer. Die Chancen der Kandidaten lassen sich nur schwer einschätzen, weil es an zuverlässigen Umfragen fehlt. Als aussichtsreich gelten Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und der ultrakonservative Diplomat Saeed Jalili. Erreicht kein Bewerber eine absolute Mehrheit, kommt es im Juli zur Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten. Im Mai war der bisherige Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die ursprünglich für 2025 geplante Wahl musste deshalb vorgezogen werden.